Hallo, herzlich willkommen, mein Name ist Bitwalker. Wir sind hier wieder bei Forza unterwegs und ich schaue heute mal in den richtigen Store hinein, denn letztes Mal war ich ja nur im Bereich des Auktionshauses. Dank eurer Hinweise weiß ich jetzt, wo ich hin muss, und zwar hierher Autos kaufen. Und da gucken wir gleich mal rein und natürlich, ja, welche Marke nehme ich? Eklar Aston Martin. So, 1.910.245 Credits habe ich und ich weiß auch schon, welches Fahrzeug ich will, nämlich den 177. Hier ist er. Klasse S673, das ist mir eigentlich wurscht, ich will einfach dieses Fahrzeug haben. Und den schauen wir uns hier mal ordentlich an, hier in der freien Ansicht. Ja, ist ein heißes Coupé hier von Aston Martin. Mit seinem typischen Heck, beziehungsweise hier schon ein enorm groß, ja, wie sagt man, ein breiter Hintern mit einer tollen Beleuchtung. Ja, ich stehe einfach auf dieses Fahrzeug. So, ja, welche Farbe nehme ich? Oh, die gefällt mir schon sehr gut. Was gibt es noch hier? Grau, weiß. Ich bin so ein Weiß-Fan, aber dieses Auto in Weiß, nö. Ah, das ist auch sehr schön. Schaut auch toll aus. Ui, ist auch eine stylische Farbe. Nö, schwarz ist mir definitiv zu langweilig für dieses Fahrzeug. Ich finde das eh schon sehr interessant. Das sind mir die Fragen, was nimmt man hier? Kann man die Fahrzeuge eigentlich umlackieren im Nachhinein? Schon, glaube ich, gell? Obwohl dieses Rot auch sehr schön ist, ja, vor allem diese Chromakzente. Jo, das Rot wird es. So, jetzt bin ich wieder pleite. Egal. Jo, das Auto nehmen wir. Und dann geht es auch schon zum letzten Rennen hier in der Heute sind wir Meisterschaftsserie. zurück auf dem Le Mans-Circuit de la Sarthe in Frankreich. Ui, Le Mans, eine Highspeed-Strecke. Aber ich werde mal schauen, ob ich dieses Fahrzeug auch hier entsprechend hinbekomme. Ich weiß nicht, ob ich ihn auf Jahre 3 hochpimpen kann. Schauen wir mal, ob das gehen würde. Jo, das geht, schau. Allerdings bin ich hier nicht, glaube ich, vom Leistungsindex dort, wo ich hin sollte. Moment, schauen wir nochmal zurück hier. 774 und die anderen haben 800. Da bin ich nicht unbedingt sehr konkurrenzfähig. Klasse S, was schaut es hier aus, wenn ich hier nochmal ein bisschen downgrade? Was sagt er hier? S699. Jo, das geht. Gut, dann fahren wir das ganze Rennen halt in der Klasse S. Hier in Le Mans mit meinem 177. Ich kann euch zu dem Auto gar nichts erzählen. Ich habe es nur jetzt irgendwo vor kurzem mal, ich glaube, bei Facebook gesehen, dass es ja ein relativ neues Modell hier ist. Ja, schaut einfach wuchtig aus. Ich mag diese große Front hier mit diesem großen Walfischmaul, wenn man es auch nennen mag. Ja, schauen wir mal, was wir hier damit bewerkstelligen auf dieser Strecke. Zwei Runden in Le Mans. Ja, wird ein bisschen eine längere Fahrt werden. Und ja, schauen wir mal, wie es mir hier geht. Die Strecke selbst kenne ich ja. Okay. Ja, da steht er. Mein Engländer. Ja, englische Autos sind immer so eine Sache. Was, das Ganze sind zwei Reihen noch dazu. Na dann, verlieren wir mal keine Zeit hier und starten das letzte Event hier in der Meisterschaftsserie. Oh, da sind ein paar Allradfahrzeuge dabei, wie es ausschaut. Also, ja, was ist da los? Hallo? Es ist nicht so, dass ich die Strecke hier auswendig kenne. Also, wo die Bremspunkte sind, weiß ich überhaupt nicht. Also, ich hänge mich da einfach mal an die anderen dran. Beziehungsweise schiebe mich einfach zwischendurch. Dann schauen wir mal, dass wir hier heile durchkommen.
Schnell, Ferrari, mach Platz. So, ich glaube, jetzt geht es ja dann irgendwo mal auf diese lange Gerade. Ach Mann. Ja, jetzt sind wir hier. Jetzt heißt Vollgas geben, Windschatten fahren und aufpassen, dass man die Schikane nicht übersieht. Bringen links diese Einblendungen eigentlich Punkte auch da? Ihr wisst, Windschatten und so weiter, kann man das mir sagen? Uah. Schnell ist es schon hier. Na, ohne Windschatten keine Chance, gell? Uah, bremsen, 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 bremsen. Waff, ja. Und da haben wir schon den Totalschaden. Gut, das kann ich vergessen. Da starten wir gleich nochmal neu. Puh. Ja, vor lauter Highspeed und Quatschen wieder in die Botanik geflogen, beziehungsweise in das Heck des anderen Fahrzeugs. Das sind eben die Tücken des Live-Commentary, die Konzentration. Obwohl ich sagen muss, heute ist überhaupt kein ordentlicher Zockerabend. Ich habe vorhin mal Battlefield probiert, da ging gar nichts. Irgendwie bin ich ja, geistig heute nicht so ganz fit drauf, glaube ich. So, die... Ah ja, da links geht's vorbei, oder wie? Oh Mann, was ist denn hier los? Mann, und schon wieder ein Schaden. Es darf nicht wahr sein. Das Auto kannst du wieder vergessen. So, letzter Versuch. Wenn das nicht klappt, dann gibt es kein Live-Commentary. Sorry dafür, aber das ist wirklich eine absolute Konzentrationsschwäche. Eine Chance geben wir ihm noch und dann, ja. Ja, zwei Runden Zeit. Man braucht ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen hier. So. Oh. Das ging jetzt schon mal halbwegs schön durch hier. Mal aufpassen, dass wir hier nicht... Hey, hallo. So, ah ja, da ist wieder die Bremse. Mann, Mann, oh Mann, oh Mann. Die Bremse wieder drin, wenn wir hier... Ich außerhalb der Piste fährt, eh klar. Was ist mit den Typen los? Die KI teilt hier ordentlich aus. So, jetzt schon langsam wieder vorarbeiten. Ja, du mit dem Heckspoiler kannst schon winken. Okay, aber jetzt... Windschatten. Hallo. Mann, oh Mann, oh Mann. Sonntagsfahrer da. Okay. Sehen wir einen Blick auf die Karte, wann sich hier die Schikane zeigt. Oh, jetzt kommt sie. Ich habe mal zum Runtergehen vom Gas hier. Blechschaden. Ja, und die nächste Gerade hier. So, mal schauen, wie schnell der hier geht, der englische Fritze hier. Ja, 300 haben wir auch schon. Schikane wieder voraus. Zu früh gebremst. Mann! Knallt mir da hinten voll drauf, der Sack. Naja. So, Burschen. Jetzt hier auf der Gegengeraden habe ich dann vielleicht wieder ein bisschen Chance, meine Kurven zu überholen. So, jetzt kommt dann dieser Knick mit der scharfen rechts.
Ja, dellenfrei geht das Race mal auf jeden Fall nicht zu Ende, das sieht man. Aber zumindest bin ich mal auf Platz 3. Die Rückseite hier ist ja auch eine lange, ja, fast gerade, sagen wir mal so. Hier ein leichter Knick drin. Da kommt, glaube ich, noch einer. Das sind so die Races, wo man sich gerne... Wiese, komm raus da wieder. Was rammt mich schon wieder einer, das ist ja unglaublich. Mann. Liegt der nächste draußen? Oh, der raucht schon ordentlich hier. Oh, Platz 1, da schau her. Na gut, es ist noch lange nicht vorbei. Wir haben noch eine ordentliche Gerade hier, dann noch etliche Kurven. Also Chancen genug, das Auto zu versenken. Und ein Fahrer, der nicht weiß, wo er bremsen muss. Der dann ich wäre, ja. Rechtsgezogene hier. Ah, jetzt kommen wir wieder auf die Kurzrichtung. Jetzt kommen wir schon Richtung Ziel wieder. Ein paar Haken eingebaut, dann kommen jetzt die Schikanen da hinten. Profi-Übersicht, da ist nicht der Bremspunkt. Gut, so früh wie ich bremse, übersehe ich ihn nicht. Nö. So, die erste Runde ist vollbracht. Die Gegner im Nacken. Oh, das ist zu viel Speed. Ah, ist ich gerade noch ausgegangen hier, dass mich keiner überholt. Obwohl sie mir sehr dicht auf den Fersen sind hier, die Burschen. Ich weiß, ich bin ein bisschen ruhig, aber ich muss mich echt konzentrieren hier. Ja, genau, wegen sowas. Na, bitte. Alles unter Kontrolle. Keep cool. So, Vollgas. Oh, jetzt bin ich der Führende, muss ich aufpassen, wenn die Schikanen. Oh, mein Kreisverkehr. Das muss ich nicht verfahren. Ja, das ist schon schnell hier, das ist schon schnell. Hast du davon, weil du so schnell fährst? Hey! Was ist denn das? Ein Porsche, oder? Oder sowas ähnliches? Naja. Bin ich ja wieder Platz 2, macht ja nix. Es ist ja noch nicht so ganz vorbei. Außerdem haben wir noch ein zweites Rennen, dürfen wir nicht vergessen. Durch. So, noch ein kurzes Stückchen hier Vollgas und dann kommt die scharfe Haarnadel. Ja, der Bursche da vorne ist aber ganz schön schnell unterwegs hier. Naja, schauen wir uns mal hinterher kommen, dass wir nur auf den Fersen bleiben. Gegner sind auch hinter mir. Also da ist wirklich, da darf man sich jetzt nichts erlauben.
So, Windschatten würde ich ein bisschen brauchen. So, jetzt aber. Speedtechnisch komme ich ihm ja überhaupt nicht nach da. Aber was ist mit dir? Man kann es übertreiben. Ach Mann, oh Mann, oh Mann. So, wieder ein bisschen Gas geben hier. So, schon langsam muss ich mir was überlegen, dass ich hier vorbeikomme, denn... Oh, hey, hallo. Ich muss vorbeikommen, nicht ihr. So, dann schnappe ich mir jetzt außen. Oder auch nicht. Ah, Scheiße. Aber jetzt, komm, haupt da. Ja. Mann. Ah ja, okay, das gehört mir. Auch wenn es hier ordentlich Schaden gibt, bist du narrisch. Oh, schaut ja böse aus, da vorne alles im Eimer. Mein schöner Engländer. So, wir machen hier gleich weiter. Gleich zum zweiten Rennen. Ja, sorry, es gibt jetzt hier keine Außenansicht vom ersten Race, aber das ist mir jetzt hier zu mühsam. Das gibt es dann im zweiten Rennen. Da seht ihr auch alles ein bisschen mehr von außen. So, Rennen 2 von 2. Wie gesagt, mein letztes Race hier in der Meisterschaftsserie. Was da immer los ist hier, was da für ein Stau ist. Weh, ist knapp, ist wieder hinten drauf. Es ist noch Dellen frei. Bis jetzt. Das heißt nicht, dass es so bleiben wird. Sagen wir so, die Chancen sind eher gering, dass es so bleiben wird. So Jungs, aber jetzt lasst mich vorbei hier. Hängen wir uns mal hier hinten dran. Beim Bump Drafting ist ja nicht so gefragt, glaube ich. Oh, was macht er denn? Was macht er denn? Der schiebt mich hier schicker weg. Ja, das mit den Dellen wäre jetzt auch geklärt. Haben wir wieder da, jede Menge. Volle Kanne, Full Speed hier. Oh, da ist sogar noch einen Gang hier. Oh mein.
Aber gut. Ah, kurze Entspannung hier auf der Geraden. Aber ich sehe schon wieder vorbei hier. Drehen wir uns hier gleich ein bisschen rein. Ah, geh weg da. Psst. Hau bloß ab. Da sind die Bremsen ins Heiß gelaufen. Hallo. Lass ein bisschen Platz für mich hier. Vorbei. Ah, nein, 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 nein. Bitwalker nicht übermütig werden hier, sauber fahren. Ah, oh, danke, der hat mich jetzt ein bisschen stabilisiert hier. So, Richtung Schikane, rechtzeitig bremsen. Ich bremse jetzt mal. Ui, ganz genau erwischt. Oh, die übersehe ich immer fast ein bisschen. So, jo, erste Runde geschafft. Verfolger im Nacken. Eieieiei. Puh. Das artet direkt schon in Anstrengung aus hier. Wieder hier auf die Gerade. Hui. So, ich bin gespannt, was die nächste Serie mit sich bringt. Keine Ahnung, was da jetzt auf mich zukommt. Bremst du schon so früh ins Gesicht, trotzdem ziemlich da aus, unglaublich. Aber wenigstens für die anderen auch nicht. Aber der hängt mir wirklich meinen Nacken, glaube ich, oder? Naja. Ein bisschen Abstand ist schon, wenn es auch nicht viel ist. Gar keiner draufgeknallt hinten, was ist da los? Ah, die wärmen sich jetzt wahrscheinlich jetzt nur auf und dann schnappen sie mich irgendwo zum Schluss dann.
weiter geht's hier. Naja. Es ist nicht zum Ausruhen. Es ist weiter zum Kämpfen. Ja, falls noch jemand Lust hat, mit Designs zu bauen, Aston Martin mit geilen Designs habe ich gerne. Vor allem mit einem Bitwalker-Design. Ich habe schon mehrere Fahrzeuge. Quatsch, nicht zu viel, Kurve. Also falls jemand noch was basteln will, bitte gerne. Ah, scheiße. Ja genau, das ist, was ich gedacht habe. Kurz vor Schluss nochmal irgendwas versäbeln. Hm. Nee, du bleibst hinter mir. Ah, ja. Ich hoffe, dass ich hier nicht einen Schaden davon getragen habe. Das ist ein Schaden, der auch Einfluss hat. Wenn man ein bisschen Blech ist, mir wurscht. Eine verbogene Achse oder was wäre sehr unangenehm. So lange rechts hier. Links, dann nochmal Gas und die kleine Schikane hier. Da kann man voll durch. Das darf ich nur noch, tu nicht diese Schikanen hier übersehen. Ja, genau das habe ich. Ach, Mann. Klassische Bitwalker-Fail kurz vor Schluss. Naja. Jawohl, puh. Das war eine heiße Sache hier. Und ja. Sag ich mal, danke fürs Zuschauen, danke fürs Aushalten, danke fürs Unterstützen, fürs Daumen drücken. Ja, wir sehen uns in der nächsten Serie, was auch immer das sein wird, ich weiß es nicht, lass uns überraschen. Danke, tschüss, ciao, euer Bitwalker. Glückwunsch! Dank Ihrer Leistung in der Meisterschaftsserie haben Sie jetzt Zugang zur Liga der Legenden. Die Liga der Legenden ist die Serie für alle, die die ultimative Herausforderung suchen.